Hallo und herzlich willkommen zum, meinem nächsten Video. Heute allerdings schon zu Ostern. Das Video hätte gestern eigentlich, hochgeladen werden sollen. Habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber umso besser. Ich kann euch jetzt heute mal präsentieren, das Vorherergebnis nach einer Woche Arbeit und wenig im Haushalt getan, sieht es dementsprechend so aus. Nachdem der Gang sowieso schon von Haus aus so groß ist, wird hier immer wieder alles liegen gelassen und es regt mich einfach nur noch auf. Irgendwann werde ich mal diesen Roller das Licht auch kaputt schlagen, ohne dass ich es will, weil er ständig im Weg steht. Egal, wir regen uns nicht auf. Es ist heute zumindest ein sonniger Tag. Gestern war es nicht so toll, es war sehr, sehr kalt. Und dementsprechend hatte ich so richtig Lust, komischerweise auch mal wieder sauber zu machen. Ja, diese Lust habe ich nicht so oft, aber gestern war sie auf jeden Fall da. Ich wollte eigentlich nicht so viel machen, eigentlich nur aufräumen und sauber machen. Und schlussendlich habe ich dann doch fast 3 Stunden geputzt und aufgeräumt und getan und gemacht. Aber es ist in Ordnung für mich. Dafür habe ich ja die ganze Woche wieder mal sehr wenig gemacht. Es muss sich alles noch einpendeln mit der Arbeit und so weiter. Und dementsprechend bin ich ja relaxed in der Hinsicht. Es ist okay, mein Mann hat sehr viel gemacht letzte Woche im Haushalt. Und ja, was noch nicht fertig ist, muss ich halt jetzt sozusagen wieder aufholen. Man sieht es. Ich war nicht in der Küche aktiv letzte Woche. Dementsprechend sind überall Datscher, überall Flecken und das wird jetzt sofort erledigt. Der Boden sieht auch wieder mal dementsprechend aus. Natürlich, wir haben ja auch Hunde. Ja, die machen auch in der Tat einen Haufen Dreck, so ist es nicht. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Sie gehören zu unserem Leben dazu und werden es wahrscheinlich immer wieder tun, weil wir einfach sehr hundeverliebt sind. Ja, apropos Hund, er liegt natürlich auf der Couch. Das ist die Große, die Indianer. Und die kleine Maus ist irgendwo versteckt. Und ja, mein lieber Sohn, ich habe sie entdeckt. Vielen Dank für deine Hinterlassenschaft. Ich habe es gefilmt und ja, ich habe es online gestellt. Ja, das ist noch das Vorher, auch immer noch. Ich wollte ja noch einpflanzen, die Tomaten und so weiter. Ich habe alles nicht geschafft. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob die kleine Maus in ihrem Mupfel ist. Und siehe da. Da ist sie. Oh mein Gott, ich liebe diesen Hund so sehr. Unglaublich. Das ist meine ganz kleine Maus. Moi. Oh Gottchen. Ja, ein bisschen Hunde verknallt, wie ihr wisst, bin ich. Und das ist ihr Lieblingsaufenthaltsort sozusagen. Sie mag es gern warm, wie alle Zwergpinscher. Und immer schön unter der Bettdecke. Perfekt. So, jetzt wird es aber Zeit, mal was zu tun. Hallöchen, ja, du bist nicht gestylt. Ist egal, hast du vollkommen recht. Es geht ja ums schnell aufräumen und sauber machen. Die alten Decken kommen weg. Und ja, ich habe so einen Nässeschutz unten drunter. Auf meiner Seite zumindest. Weil, wer Hunde hat, der weiß ganz genau, Hunde brechen ab und an. Und wenn du Pech hast, dann natürlich auch auf der Couch. Also, so ist es nicht. Und bevor mir dann die ganze Couch versaut wird, tue ich das lieber zur Sicherheit unten drunter. Wobei ich diese blöde Couch eh nicht mag. Also, nein, ich mag sie nicht. Das war ein absoluter Fehlkauf. Sie ist zwar schön groß und wir können alle schön lümmeln, aber sie ist so unglaublich unpraktisch. Und ihr wisst vielleicht mit Sicherheit schon, dass ich eher der praktische Mensch bin. Also es muss bei mir nicht ausschauen wie in einem Möbelhaus. Das brauche ich nicht. Aber es sollte praktisch sein und ja, für uns einigermaßen passen. Jetzt machen wir hier erstmal die ganzen Spinnweben weg und wir heizen tatsächlich immer noch unglaublich, aber es ist wirklich wieder so kalt geworden und das ist halt so typisch April. Und ja, dementsprechend ist auch, ja, jetzt haust du wieder fast alles um. Dementsprechend ist jetzt auch wieder der Staub wieder da durch die Heizungen. Aber egal.
machen wir schnell weg. Und dann ist das auch schon fertig. Zumindest der Staub. Also ich habe wirklich fast 3 Stunden rumgemacht, gell? Ja, wir haben dich gesehen. Du machst auch da oben den Staub weg. Und an den Seiten. Ja, ist ja nur runtergefallen. Heb's nicht auf. Ich habe mich jetzt in der Tat wirklich darauf konzentriert, flott zu arbeiten. Also jetzt nicht ganz bis in die Ecken rein, aber ja, das ist der einzigste Punkt bei Fly Ladies System ist, die Zonenreinigung finde ich ja super. Und die ist auch wirklich, wirklich ideal. Allerdings, wer ein Haus hat und so weiter und du musst da erst abstauben und dann saugen und wischen, du brauchst einfach deine Zeit. Wenn natürlich dann auch noch die Sachen, die du hast, nicht alle aufgeräumt sind und das ist nun mal so mit Kindern, das braucht mir kein Mensch sagen, dass das immer perfekt ist. Es muss nicht perfekt sein, aber die Sachen müssen halt jetzt wieder erstmal weggeräumt werden, wo sie hingehören. Und wenn sich natürlich nicht jeder daran hält, was du von Kindern jetzt auch nicht verlangen kannst, natürlich dauert das dann viel länger. Ist ganz klar. Hätte ich jetzt eine Wohnung, wäre ich vielleicht sogar schneller fertig, klar, weil ich auch nicht diese Fläche habe, die ich abarbeiten muss. Es ist aber, wie gesagt, alles völlig in Ordnung. Jeder so, wie er kann und möchte. Hauptsache, ihr fühlt euch damit ja, wohl und zufrieden. Für mich war jetzt aber klar, es ist jetzt, ja, die Feiertage stehen bevor. Und ich wusste, ich habe dann noch 2 freie Tage. Sprich, heute ist ja schon Sonntag und morgen ist noch der Feiertag Montag. Und ich wollte das gestern eben alles fertig haben, weil ich mit der Wäsche wieder sehr stark hinterherhinke. Seit 2 Wochen wirklich hinke ich echt hinterher. Ja, meine Kinder haben am Abend noch sich Eier gebraten und diese Pfanne ist so blöd. Ich weiß nicht warum, aber die kommt jetzt weg und dieses Brett, was mein Mann ständig hernimmt. Also ich will nicht wissen, wie viele Bazillen da drauf sind oder Bakterien oder sonstiges, ehrlich. Das muss ich wegschmeißen. Ja, auch wenn es in der Spülmaschine war, trotzdem, das ist Holz. Also auch da bin ich mir sicher, das sollte jetzt ja wegkommen. Deswegen werde ich das auch gar nicht mehr sauber machen. Das schmeiße ich gleich in den Müll. Und das hatte ich ihm aber schon gesagt. Ja, dann die Reste alle noch weggetan. Und da musste ich, wir hatten Lasagne, das musste ich jetzt noch schnell einweichen. Weil wir am Tag davor alles liegen haben lassen am Abend. Auch das ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Wir hatten nämlich letztens ja auch die Diskussion in der Facebook-Gruppe, das ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe es noch im Kopf, da ging es darum, um diese Perfektion, seitdem manche Damen angefangen haben mit dem Fly-Lady-System, dass denen dann oft auffällt, dass sie doch sehr dahinter sind, dass es wieder auf den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt wird. Und da war eben die Frage, ob das am Perfektionismus dann liegt, der ja eigentlich durch Fly Lady ja eigentlich nicht mehr so stark genommen werden sollte, sondern eigentlich genau im Gegenteil. Also dass man sagt, okay, es ist ausreichend so wie es ist, es muss nicht perfekt sein. Und manche, die jetzt eben im Fly-Lady-System drinnen sind, die fühlen sich jetzt fast schon unter Druck gesetzt, weil sie eben dieses Perfektionismus einfach im Kopf haben. Sorry, ich bin ganz durcheinander. Der Nachbarshund bellt und bellt und bellt. Und dieser Nachbar sagt dem Hund nicht, hör auf zu bellen, sondern lässt ihn einfach bellen. Und du hörst jetzt auf, weil du brauchst nicht mitbellen. Wo waren wir stehen geblieben? Perfektionismus. Ja, lasst euch da nicht hineinziehen in diesen, ja, es muss alles perfekt sein und es wird es nie. Das wird es niemals. Wenn ihr in einem Möbelhaus leben wollt, zumindest vom Äußerlichen her, was ja viele, ich sag mal viele, die in der Öffentlichkeit stehen, also die auf Instagram oder sonst wo sind, die zeigen, zwar schöne Fotos, es mag zwar auch alles wirklich schön aussehen, aber da lebt ja nicht wirklich jemand. Dann manchmal hat man echt das Gefühl, das ist einfach nur zur Schau stellen und da ist nicht wahres Leben dahinter.
Also das ist so meine Meinung. Also ihr könnt gerne dazu was schreiben, was ihr denkt darüber. Aber wenn eine Familie Kinder hat, wenn gelebt wird und geliebt wird und so weiter, dann ist immer mal wieder irgendwo was und das ist einfach nicht perfekt. Und darum geht es auch definitiv nicht, einen perfekten Haushalt zu haben, sondern mir geht es jetzt hier einfach nur darum, euch zu zeigen, wie ich persönlich das versuche, mit Arbeit, mit Kindern, mit allem drum und dran, ja, auf die Reihe zu kriegen. Mit weniger Arbeit, dafür aber mit mehr Zeit für mich selber und für meine Wichtigkeiten, was ich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig empfinde. Und wir Frauen, ich sag's immer wieder, ziehen andere Sachen vor, wie putzen, wie für andere da zu sein. Und wenn dann eigentlich die Zeit wäre für uns selber, auch dann kommt doch wieder jemand anderes auf die Nummer 1. Also, ihr solltet immer, meiner Meinung nach, auch den Blick auf euch selbst richten und meine Güte, wenn jetzt da, weiß ich nicht, ein bisschen Stäubchen ist, ja mein Gott, morgen ist er auch noch da. Also es läuft ja nichts weg im Haushalt. Ist so mein Denken und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich kann mich manchmal schlecht ausdrücken, wie ich das wirklich meine, aber ja, das ist halt einfach so, genau. Egal, ich habe den Satz nicht zu Ende geführt, aber egal, ich habe jetzt nur nachgeschaut, was ich jetzt hier tue und war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Sequenz schon drinnen hatte, aber nein, hatte ich nicht. Ich werde jetzt kurz meinen Mund halten, weil ich wollte euch hier unbedingt was zeigen. Ich habe nämlich gesaugt und mein Mann ist gekommen und ich habe das nicht gehört. Und jetzt links unten wird dann bald mein Hund kommen, der hat schon gehört, dass da jemand reinkommt. Habe ich mich doch tatsächlich so in mein Staubsaugen. Ich war so tief drinnen, dass ich überhaupt nichts gehört habe, dass mein Mann da ist. Und deswegen habe ich mich so erschrocken. Und ich weiß auch gar nicht, ich war ganz, ganz weit weg, richtig schön entspannt, habe ich da Staub gesaugt und war eine lustige Situation. Vor allen Dingen, ich habe ja hier mitgefilmt. Und er kam dann und dann haben wir diskutiert, warum er seinen blöden Brief, also den Müll, nicht sofort weggeschmissen hat. Und dann hat er mir gesagt, hey, ich habe doch da tatsächlich nur den Briefumschlag liegen lassen. Dann sage ich, das macht nichts. Du siehst doch, dass ich gerade filme und sauber mache. Nein, wir haben uns nicht gezofft. Das war aber gerade so eine kleine Diskussion. Bitte schön, geh nach oben zu ihm. War witzig. Also jetzt so im Nachhinein, wenn ich so gesehen habe, ja, muss ich selbst wieder mal schmunzeln. Oh ja. Genau, ich habe jetzt hier nochmal, um zum Thema zurückzukommen, einfach jetzt gesaugt, das seht ihr ja. Und ich habe ja doch ein bisschen Fläche. Ich wiederhole mich, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit der Zeit, aber ja, im Gang war wieder so viel Dorten und eigentlich wollte ich ja den Gang fertig haben und unten fertig haben und nein, ich habe nichts davon, gar nichts. Aber es ist in Ordnung. Langsam, langsam, Schritt für Schritt und es wird besser. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich quatsche euch heute total voll. Das ist auch so ein Punkt. Euch hatte ich ja gesagt, ich möchte dieses Ding vorne nicht mehr haben. Ich verwende es für die Hunde. Ja. Und andere Familienmitglieder tun es dann wieder dahin zurück, wo es eigentlich nicht mehr hin soll. Das ist manchmal echt ein Hin und Her, würde ich mal sagen. Vielleicht würden andere sagen, schlechte Kommunikation. Kann auch sein. Ja, mit der Garderobe bin ich bis heute immer noch nicht ganz zufrieden. Das wisst ihr ja schon. Ich überlege immer noch, ob ich da doch lieber Haken hinmachen soll oder nicht. Mein Mann möchte nicht, aber nicht. Ich bin da wirklich noch am Überlegen. Mal schauen. So, ich habe dann noch ganz flott den Spiegel sauber gemacht. Und ich glaube noch die Fenster im Wohnzimmer, weil die mal wieder von den Hunden ein paar Spuren hatten. Und das habe ich dann, glaube ich, weggemacht.
Und man sieht es, da war ein Haufen Staub. Ich wollte euch da nur zeigen, ich habe in der Zeit die Toilette eingeweicht mit so Desinfektionsmittel. Und während das dann einwirkt, habe ich jetzt hier schnell die Spuren beseitigt von den Hunden und von, ja, mein Selbstversorgergarten wird wieder nichts. Ich möchte gerne euch meine Erdnuss zeigen, die dieses Jahr wieder nichts geworden ist. Egal, wir werden sehen, wie viel Ernte ich erreichen werde dieses Jahr und wie viel nicht. Es wird spannend. Und ja, dann noch schnell die Toilette sauber gemacht, die Gästetoilette oben im, ja, bei uns im Badezimmer passt soweit. Ist alles in Ordnung. Auch alles aufgeräumt und sauber. Und es war mir halt sehr, sehr wichtig, dass das jetzt vor den Feiertagen gemacht wird. Ja, das musste flott gehen und ich habe einfach Klopapier jetzt genommen und habe das den Rest dann abgewischt und fertig. Das Handtuch habe ich dann natürlich auch gewechselt und da habe ich nur noch kurz mit dem anderen Handtuch den Staub weggemacht. Das Nachher-Ergebnis ist da und siehe da, nein, die Hunde haben wieder den Dreck reingebracht. Aber es ist einfach so und das ist genau das, was ich meinte. Du hast gerade fertig gemacht, nach 3 Minuten war bloß ein Hund draußen im Garten und schon hast du wieder Dreck. Deswegen, es wird nie perfekt sein, muss es nicht, aber es sollte so aufgeräumt und sauber sein, dass ich mich wohlfühle. Und ich denke, auch hier kann man deutlich sehen, ich habe was getan, es ist okay, falls jemand kommt und für mich ist es vollkommen in Ordnung so, es ist kein Bilderbuchhaus, keine Bilderbucheinrichtung. Muss alles nicht sein. Hauptsache, es gefällt euch. Ihr seht hier noch ein paar Sachen, die müssen auch noch weggeräumt werden. Habe ich auch schon alles erledigt. Ich wollte euch das aber jetzt nur noch mal zeigen, weil ja jetzt alle Familienmitglieder da waren und wir haben dann gemeinsam was gegessen. Und ja, ich habe nicht gekocht. Es gab gestern einen Döner. Ja, den gab's. So, die Küche ist auch wieder soweit in Ordnung. Das muss ich mitnehmen in die Arbeit. Deswegen habe ich das da stehen. Hier ist alles auch soweit sauber. Müsli und so weiter muss ich einfüllen. Das aufräumen und das war's. Es ist wieder einigermaßen hübsch, wie ich finde. Ich habe gute Arbeit geleistet. Es glänzt auch da wieder. Und im Gang hat sich auch viel getan. Da und die Sachen wollte ich noch wegräumen. Der Spiegel glänzt wieder. Und mein Mann hat oben im Übrigen auch schon ein paar Sachen weggeräumt. Ja, und stellt euch vor, er ist gerade eben bei seiner Mama und die ganzen Tupper-Schüsseln sind weg. Juhu! Ja, ich werde jetzt heute meinen freien Tag noch genießen. Vielleicht filme ich euch heute auch noch mal was. Mal schauen. Und zeige euch jetzt hier nur noch mal kurz das Nachher-Ergebnis. Ich hoffe, der Osterhase war heute schon bei euch. Ihr feiert noch schöne Osterfeiertage. Das hoffe ich euch doch schon, dass ihr brav wart. Dass es bei euch genauso glänzt. Ja. In diesem Sinne, meine Lieben. Ich wünsche euch noch 2 ganz tolle Tage, der heutige und der morgige. Und ja, würde sagen, schöne Ostern und bis morgen oder bis die Tage. Macht's es gut. Bye, bye.